Hey, yo, was geht? Heute machen wir mal ein Big Bang Theory Quiz. Ja. Sag mal, vier Fehler kann ich machen. Danach habe ich verloren. Ja. Ja, es gab aber so viele Wiederholungen, aber das wird echt gut, habe ich das Spiel mitbekommen. Deshalb, ja. Vier Fehler kann ich mir erlauben. Danach habe ich verloren. Okay. Und los geht's. Let's get started. Halt, stopp. In welches? Oh. Bei CBS. 2005, sage ich mal. Ich glaube, das war das Fehler. Ah, sehr schön, das war gut. Nächste Frage. Wie viele Folgen hatte, Staffeln hatte Big Bang Theory? Ich glaube 10 war das. Oder 11. Boah. 12. Knapp daneben. Ist auch vorbei. Zwei Fehler schon. Ah. Wie heißt das? Jim. Ne, das war andere. Ich weiß aber, der macht bei Supergirl mit. Aber wie heißt der Schauspieler? Okay, wieder Fehler. Jim Parsons ist es nicht. Aber ich glaube, da ist auch Schim. Lass mir sehen, wenn ich zu den Namen getippt habe, zu den Vornamen. Hä? Chiropraktiker? Das war nicht die Frage. Okay. Charlie. Okay, schon drei falsch. Aber diesmal ist es erstmal richtig. Boah, das war Glück gehabt. Also, ist richtig, verdammt. Ja, 30 Minuten, glaube ich, oder? Ne, 20 für jedes Ding. Ja, lass ich durchsehen. Zwei richtig, drei falsch. Jake. Harper. Jawohl. Drei richtig, drei falsch. Malibu. Los Angeles. Yep. 4 zu 3. Ich hole auf. Ich meine, ich bin schon in Führung. Die Hausfrau. Die Putzfrau meine ich, was sowas. Wie das Englisch heißt, weiß ich nicht. Ja, Hauskeeper, genau. Ha, 5 zu 3. Läuft. Boah, wie heißt sie? Chill? Oder? Ich sag mal Chill. Nee, Judith! Judith. Ah, 6 zu 3. Puh. Kinderlieder. Und Jingles. Ja, Jingles war richtig. 7 zu 3. Die Mutter von deiner Evelyn Harper.
Yep. Ach du drei. Keine Ahnung. Gross. Naja. Gefi habe ich schon weg. Charlie. Wer ist für dein One ist jetzt bekannt. Charlie. Yep. Neun zu vier. Bowling-Shirts. Bowling-Shirts. Ja, ich trage Baseball-Shirts. Wie auch immer. Ah. 10 zu 4. Ja. Achso, wen hat er geheiratet? Linse, glaube ich, gell? Schätze ich mal. Walden! Ah, ich habe schon verloren eigentlich. Aber ich habe das meiste richtig. 10 zu 5. Der will irgendeine Software entwickeln, glaube ich. Ja, sich 11 zu 5. Ja. Rose. Mit wem flog Charlie nach Paris? Rose. Danach kam er nie wieder. Nächste Frage. Das war. Ah, wie heißt der eine Typ nochmal? Walden. Walden Schmidt. Zwölf zu fünf, glaube ich. Ja. Oder 13 zu 5, weiß ich. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ah, wie oft? Über Wochenende? Zweimal die Woche. Glaube ich. Ja, sage ich oft über Wochenende. Fünf falsch. 15 richtig, glaube ich. Und ich habe die Frage wieder nicht gelesen. Oh. Er ging zur Armee. Ja. Ist dann 15 zu 5. Lustige Zahl. Nächstes. Die war irgendwo eine Tänzerin oder Ballerina. Ballettin Yep. 16 zu 5. Wie ist sie noch mal? Wie?
Wie ist die? Ah, ich hab's vergessen. Ich hab's vorhin gehabt. Linse, genau, die war's. Linse. Ah, 16 zu 6. Nächste Frage. Welcher berühmte Sänger bietet das Haus neben den. Oh! Wie hieß er nochmal? Ah, habe ich nicht mitbekommen. Den glaube ich war das. Steven Tyler. Okay, 16 zu 7. Wer ist seine zweite Frau? Lindsay? Schätze ich mal. Oh, Candy. Habe ich verwechselt. Ah, 16 zu 8. Was ist Charlies Beziehung zu Jake? Ist ein Onkel? Ah, ich zieh nicht mehr mit. Ich beantworte einfach die Fragen. Onkel, ja. Nächste Frage. Seine Tochter, die schwanger, ich weiß aber nicht, wie die heißt. Ah. Ich dachte, es ging um was anderes. Zehn, glaube ich. Zehn müsste es sein. Glück gehabt. Als jemand 10 ist. Weiß ich nicht. Jeder Fehler. CBS. Haben die am Anfang gesagt. Glaube ich. Ja. War das noch immer pro 7, gell? Boah. Habe ich vergessen. Tammy. Okay. Das war's. Das ist wieder so ein bisschen spät rausgekommen. Entschuldige, das sind. Wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder mit neuem Bier. Bis dahin, tschüss.